Hallöchen, liebe Gemeinde, YouTube-Gemeinde. Ja, weiter geht's hier im Spiel Night of the Dead. Ich präsentiere euch heute mal die Map. Sie ist zwar nicht ganz aufgedeckt, also nicht hundertprozentig aufgedeckt, aber das, was man wissen muss und was man braucht, ist auf der Map verzeichnet. Ich habe einmal in Rot niedergeschrieben, mit Pfeilen angezeigt, wo die einzelnen Stationen sind. Zum Beispiel 1, Forschungslabor, die 2, das Krankenhaus, die 4, die Schule und die 3 ist die U-Bahn. Also nicht oberirdisch, sondern unterirdisch spielt sich das Ganze in der U-Bahn ab. Dann habe ich mal noch die Bohrtürme markiert und eine Tankstelle, falls dort jemand bauen möchte. Ein Schwimmbad habe ich markiert und auch das Plateau, wo man noch eine gute Base errichten könnte. Dazu habe ich dann aufgelistet die einzelnen Koordinaten, also J1 bis J7. Es sind ja zurzeit 7 verschiedene Koordinaten, die abgelaufen werden müssen, um dort entsprechende weitere Koordinaten zu finden und Material zu finden, was man benötigt, um dann schlussendlich die Insel verlassen zu können. Ja, des Weiteren habe ich noch verzeichnet, so im Groben muss man das sehen, und zwar wo bestimmte Tiere ansässig sind, die man auf der Map finden kann. Weil wir brauchen ja zum Aufleveln und zum Weiterkommen bestimmte Tiere, die erlegt werden müssen. Wir brauchen dessen Fell, wir brauchen die Federn, wir brauchen die Knochen und so weiter. Und da habe ich euch einmal so die weißen Kreise eingezeichnet, wo in etwa diese Tiere zu finden sind. Vögel, die kleinen Vögel. Fangen wir mal an mit dem Sperling. Ja, Sperling findet man meistens auf Straßen. Dann genauso wie die Enten, die Ente. Nicht das Ente, sondern die Ente. Die findet man also auch teilweise an Straßen. Oder dann eben in Hochplateaus, nahe am Wasser zum Beispiel noch. Und Tauben, ja, die sind auch meistens auf der Straße, sitzen manchmal auf dem Auto. Dann die Krähen, die sitzen auch gerne an den Straßen, auf den Autos manchmal. Dann haben wir die Füchse, da tappeln immer sehr viele rum. Irgendwo im Wald grundsätzlich, also da ist es eigentlich fast egal, wo man hingeht. Füchse gibt es meistens fast durchgehend auf der gesamten Karte, auch teilweise am Rand von der Stadt. Schwieriger wird es dann schon mit Wildschwein und einer Sau. Die laufen auch mehr im Wald, genauso wie die Bären. Rehe und Hirsche finden wir auch im Wald, teilweise auch manchmal Richtung Wald an der Straße entlang. Kann man auch manchmal Hirsche und Rehe und Füchse finden. Wolf ist grundsätzlich im Wald und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Der heult zwar meistens vorher, bevor er angreift, aber man kann manchmal nicht unbedingt die Richtung bestimmen, von wo er kommen wird. Also da ist ein bisschen Vorsicht geboten. Und wenn man noch nicht gut aufgelevelte Waffen hat, ja, dann kann einem der Wolf schon zusetzen und der Bär sowieso. Dem Bär sollte man vielleicht grundsätzlich erst einmal in den ersten ja, Tagen, vielleicht in den ersten 2 Tagen, bis man seine Waffen aufgelevelt hat, ja, aus dem Weg gehen. Dann kann man ja die kleinen Tierfallen aufstellen. Da fängt man also Hasen und Füchse und mehr geht da nicht rein. Bei den größeren Fallen, bei den Eisenfallen, da geht rein der Wolf,
Dann das Reh, der Hirsch. Wildsau hatte ich auch schon drinnen. Einen Bären hatte ich noch nicht in so einer Eisenfalle. Okay, das soll es erst einmal gewesen sein als kleiner Guide für alle, die dieses Spiel spielen oder spielen wollen und eine kleine Unterstützung suchen, was so alles auf der Map zu finden ist. Okay, also, dann habt noch viel Spaß, schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr ein paar Links. Und dann sage ich Holtrio, bis zum nächsten Video. Tschüss, bye bye, arrivederci, euer PvP. Okay.